Man unterscheidet drei Gruppen gewöhnlicher Chondrite. Und diese werden in der Regel anhand dieses Diagramms hier klassifiziert. Zunächst mal, welche sind diese drei Gruppen? Das sind einmal die High Iron, dann die Low Iron und dann noch die Low Iron, Low Metal gewöhnlichen Chondrite. Und klassifiziert wird anhand des Eisengehaltes im Olivin und im Pyroxen. Auf der X-Achse ist dazu der Pyrolyt-Gehalt im Olivin dargestellt in Mol und auf der Y-Achse der Ferrosilit-Gehalt in Pyroxen in Mol. Man misst hier den Olivin und den Pyroxen in Chondren oder bei höherpetrologischen Typen eben in dem Olivin und Pyroxen, den man hier findet. Jetzt mag es als erstes ein klein wenig irritieren, dass bei geringen Pyrolyt- und Ferrosilit-Gehalten die High-Iron gewöhnlichen Chondrite sind und bei hohen Pyrolyt- und hohen Ferrosilit-Gehalten die Low-Iron- und Low-Metal-gewöhnlichen Chondrite. Das ist aber schon richtig. Also zunächst mal sieht es so aus mit High-Iron und Low-Iron, dass in diese Richtung weniger Eisen vorhanden ist. Und das ist auch der Fall, und zwar im Balk. Im Balk-Chondrit weniger Eisen im Balk. Gleichzeitig aber in die gleiche Richtung werden die Chondrite oxidierter. Das heißt, bei den LL-gewöhnlichen Chondriten, obwohl die weniger Eisen haben, ist mehr von diesem Eisen liegt als FeO vor, weil sie oxidierter sind. Das heißt, es ist weniger Eisen da, das ist aber oxidiert und aus dem Grund sind auch die Pyrolyt- und die Ferrosilit-Gehalte entsprechend höher. Und das erklärt, warum die LL-Chondrite, obwohl wenig Eisen, bei diesen hohen Gehalten hier liegen. Jetzt ist es so, wenn man sich gewöhnliche Chondrite anschaut, haben die sehr unterschiedliche petrologische Typen. Das heißt, die können von Typ 3 gehen, also praktisch unverändert, bis zu Typ 6 oder vielleicht sogar Typ 7, wo sie sehr stark thermisch, also metamorph überprägt sind. Und das kann man dann auch sehen, wenn man hier Punkte einzeichnet, dass von einem Meteoriten bei, sagen wir mal, es wäre ein LL-Chondrit, wenn der hohen petrologischen Typ hat, dann liegen die ganzen Olivine und Pyroxene sehr eng beisammen. Allerdings, wenn es ein Typ 3 ist beispielsweise, dann können die Olivine und Pyroxene untereinander noch unequilibriert sein, was sehr typisch ist für Meteorite, und dann können die hier überall so ein bisschen liegen. Ja, das sind dann, hier liegt dann ein Olivin-Pyroxen, hier liegt einer und so weiter. Also sehr verschieden, weil die noch nicht untereinander äquilibriert sind. Das passiert dann erst bei höherem petrologischen Typ. Das heißt, angefangen haben die vielleicht ursprünglich alle so. Wenn sie anfänglich Typ 3 waren, dann wurden sie metamorph geprägt und dann haben sie sich alle mehr so in diese in Richtung einer gemeinsamen Zusammensetzung hin entwickelt. Eine andere Sache, die man hier beobachten kann, ist, dass man hier eine gewisse Korrelation sieht und diese Korrelation hat eine Steigung von in etwa 0,75. Das bedeutet, dass der Olivin in der Regel immer mehr Eisen hat als der Pyroxen. Ja, weil Olivin schneller, in Olivin diffundiert das Eisen auch schneller, da kann der Austausch auch beispielsweise schneller stattfinden. Um das Ganze jetzt mal noch weiter zu veranschaulichen, habe ich Daten aus der MedBase rausgezogen und werde mal zeigen, wie diese dann hier reinplotten. Also die ganzen grünen Punkte sind in der MedBase als LL klassifiziert, die orangefarbenen Punkte als L und die blauen Punkte als H klassifiziert und natürlich kann man hier sehr schön diese Klassifikation auch dann in diesen tatsächlichen Daten dann auch beobachten. Und das ist die Klassifikation der gewöhnlichen Chondrite.